Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring und es ist endlich der Tag vom großen Community Run. Ich muss echt sagen, es macht von Minute zu Minute macht's mehr Bock, weil jetzt habe ich eine geile Waffe. Jetzt schon, kommen schon stärkere Gegner. Ist schon ganz geil, muss ich sagen. Ah, guck mal, hier ist schon einer. So will ich das haben. Tuk-Tuk ist am Start. So, alles einsammeln, Leute, alles töten. Ich will hier alles haben. Und da müssen wir ja auch diese Fackeln anzünden. Für den Boss. Ach du Scheiße, haben die viel Leben. Ein silbernes Glühwürmchen. Tizia ist gestorben. Oh nein. Oh, sie liegen sogar zwei. So, wer war hier Moritz? Oh, wer ist das denn? Melotix. Moritz, tut mir leid. Melotix war noch gar nicht dabei. Wir rufen mal Melotix. Ah, da vorne ist die erste Fackel. Ah, hier ist eine Gnade. Und jetzt müssen wir fünf von diesen Fackeln-Dingern finden. Ich hoffe, ihr wisst, wo die sind, weil ich weiß es nicht. Hab die einmal für die Platin-Trophäe gemacht, das war's auch. So, drei haben wir, zwei noch. Da vorne ist der letzte, ich habe ihn. Okay, wir haben alle. Let's go zum Boss. Let's go to the mall. Ne, noch zwei? Ich dachte, es gibt nur fünf. Noch zwei? Krass, okay. Tukoto? Tukoto hinterher. Es gibt nur 2x5, also doch nur 5. Sag ich doch 5. Weil mir ziemlich sicher, dass 5 sind. Also Leute, sind es jetzt 5, sind es 7 oder sind es 8? Ich brauche jetzt mal hier einen Profi. Nobunaga. Wie viele sind's? Ich meine, es sind 5. 5. Okay. Dann können wir ja zurück zum Boss. Hier ist aber noch einer. Ich bin verwirrt. Weiß sicher. Was ist das denn da für ein Item? Wie kommt man denn da hin? Jetzt sind wir bei 6. Ich bin verwirrt. Wie viele Fackeln gibt es hier in Nobunaga? Gibt es hier 5? Oder gibt es hier 7? Oder gibt es 8? Ihr braucht 6. Ja, okay, dann haben wir 6. Ja, 6 haben wir jetzt. Also, wieso können denn die Meinungen so verschieden sein? Jeder sagt was anderes. Also, 6 haben wir jetzt. Dann müsste ja jetzt offen sein. 8. Tatja sagt 8. Okay, dann können wir jetzt zum Boss. 6 Stück haben wir. Wenn Nobu sagt 6, dann glaube ich ihm. Ah, guck mal, hier ist noch einer. Ich glaube, Tokota hat recht. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal 7. Hier ist der 7. Und Tokota hat gesagt, es gibt noch 2. Also sind es jetzt alle. Einmal 6 und einmal 8. Das kann nicht sein. Also könnte es schon sein, aber müssten wir noch einen finden. Ah, wenn man alle hat, dann kommt eine Nachricht. Ich habe aber keine Nachricht bekommen. Ah, hier ist noch einer. Jetzt haben wir 8. Okay, wer am schnellsten beim Boss ist, den rufe ich. Ey, da kam. Ah, da ist eine Nachricht. Okay, wir brauchen noch einen neuen. Bitte beim Boss hinlegen. Ahnengeist. Der gibt doch bestimmt den Helm. Ich will den letzten Schlag machen. Nein! Danke, Tuk-Tuk. Sehr gut gespielt. So, Leute. Gehen wir jetzt in Sturmschleier? Ja. Wir machen jetzt Sturmschleier, Leute. Die ersten zwei, die sind da. Die da sind nämlich mit Medamat gerne, weil der war noch gar nicht. Von wegen, wir brauchen keine Invasion. Guck mal. Guck mal, was da ist. Tatja. Geil. Geil. Wir brauchen einen Invader, bitte. Nobu. Belia, wir brauchen einen Invader, bitte. Noob. Tatja, richtig nett. Das ist eigentlich ganz geil. Eigentlich könnte ich das so hochladen als Walkthrough durch das Schloss, weil keine Gegner da sind. Ich sammle alle Items ein. Richtig entspannend. Ist geil, dass jetzt hier vor der Tür ein Bossnebel ist. Und vor mir läuft die ganze Zeit so ein rotes Phantom. Ist auch irgendwie witzig, was mir den Weg zeigt. Fühle ich. Die konnten ja auch ihre Beine als runter. Waffe droppen. Was? Die konnten auch ihre Beine als Waffe droppen. Ja. Ja, stimmt. Du willst hier runter? Alle hier runter. Ja, will ich.
Ich will den Ritter besiegen und ich will auch den Käfer besiegen. Wer ist geflogen? Och nee! Nur Land besiegt. Tuku. Einfach mal 25.000 Runen bekommen. Oh, 25.000, das schmeckt. Da, besieg ihn. Auf ihn. Ja, ich bin sensibel. Sturmangriff. Let's go. Wo ist denn Tatja? So, auf ihn. Ich mache gar keinen Schaden. Alter, die hat mich jetzt getroffen. Ich bin mal ganz kurz weg, bis später. Später. Was macht er jetzt da oben? Das können wir jetzt nicht sehen, oder? Sehr gut gespielt. Ich bin tot! Ja, ich bin tot. Aber ich habe die Gnade noch geholt. Wir treffen uns also an der Gnade. Oh, schade, Tatja. Und eine Invasion, perfekt. Tuku, wir brauchen dich schnell. Leg bitte ganz schnell dein Zeichen. Wollt ihr Boss machen oder Invader? Bro, mir ist Wurst. Tuk Tuk, du entscheidest. Willst du Invader machen oder den Boss? Er will den Boss machen. Was hab ich da angegriffen? Das war eine Topfkanone. Oder eine Balliste, eins von beiden. Ich finde Gotrick ist echt einfach. Oha. Das war stark. Sehr gut. So, sie ist da. Erst die Höhle oder erst den großen Drachen? Die sagen alle, die Höhle, da will ich nicht rein. Okay, gut, dann du bist bei der Höhle. Ich bin gerade in Vader. Obwohl... Ja, ja. Achso. Tuku weiß, wo die Höhle ist, ne? Komm, die Höhle müssen wir machen, Leute. Das lohnt sich. Falls jemand eine Boli hat, womit man... Wir können nicht zur Höhle. Wieso? Da ist eine Wand im Weg. Okay, scheiß auf die Höhle. Wir gehen zum Drachen. Ach, wir müssen zurück. Dann machen wir es mal anders. Wir gehen jetzt zum Drachen. Tatja ist tot. Das tut weh. Das tut weh. Und das tut mir auch ein bisschen leid, muss ich sagen. Ja, er ist fast down und Tatja stirbt. Das tut echt weh. Du musst mich gleich nochmal in Rot beschwören. Das wird jetzt spannend. Spannend wird das. Ich hoffe, Tuku hat irgendeine geile Waffe oder so. Irgendwas Geiles. Na geil. Haha, der killt seinen eigenen. Ey, hier ist ja noch einer. Oh, Tuku hat es erwischt. Ja, alleine gegen Avatar kannst du halt auch vergessen, ne? Hello there.
Mann! Das gibt es nicht, Mann! Der hatte noch so wenig! Konntet ihr reinlaufen? Nein. Okay, ich trigger den Boss. Wir werden noch gleich. Ja, ich bin tot. Jetzt könnt ihr rein. Ach, als ob der gestorben sei. Das bin ich hier alleine beim Boss. Dafür können wir nicht, wenn du es so lange brauchst. Ey, ich bin gerannt wie ein Wilder, wirklich. Oh Mann. Mann! Oh. Ja, aber da kann ich jetzt nicht mehr helfen. Ich bin One Hit. Tuku muss es alleine schaffen. Oh, soll ich drauf? Sehr schön gemacht. Schönes Ding. Jetzt macht er gleich das. Oh ne, nicht direkt diese Attacke. Der Topf geht da kaputt. Ja. Oh, das war's mit seinen Zartstochern. Wäre nicht irgendwie faul und. Nein. Toku geht schon drauf, du bist noch gar nicht da. Jetzt bist du da. Tschö. Neurotox, danke für dein Follow. Schön, dass du da bist. Viel Spaß mit dem Stream, viel Spaß mit den Emotes. Oh, er ist auf dem Boden. Nein. Schön gemacht. Und jetzt treffen wir uns hier. Refugium der Bestien. Ich will den Gargoyle jetzt besiegen. So Leute, dann mal let's go. Wir warten noch kurz auf Tuku, der ist noch auf Toilette. Ha, ich kann eine Sauflamme, gib mir Kraft machen. Vielleicht wurde Moritz gewonnen, aber nur vielleicht. Tschö, Moritz. Könnt ihr eure Summons hier hinlegen? Dann kann ich nämlich hier stehen bleiben und euch immer wieder reinschicken. Ich schicke meine ganze Armee einfach immer bei dem rein. Ich hätte nicht gedacht, dass er so stark ist. Oh nein, der Gegner hat so wenig. Guck mal. Der hat noch ein Fützel. Licht für Notfall? Ja, der Notfall ist eingetreten. Der gehört mir, okay. Hier. Okay. Wir warten auf dich. Wir sind nicht so. Ah, ich hole erst Tuku, dann hole ich Lisa. Ah, war doch easy. War doch ganz easy, Tuk Tuk. Wie viel gibt der? 80? 66.000. War doch einfach. Ja, hier sind nämlich genau drei Hunde hinter uns. Ich kann sie sehen. Besser als wenn du sie und ich sie kannst. Sehen kann. Einer guckt so dumm. Einer kommt. Tuku, du musst dich bücken. Tuku wird getroffen. Tuku wird sterben. Die anderen kommen auch.
Ja, moin. Und noch einer. Und noch ein weißer. Ich bin weg. Mein Zeichen liegt da oben drauf. Wo du gerade gestanden hast mit Toko. Ja. Aber ich habe einen Baubohr im Arsch. Ich sehe dein Zeichen. Gerufen. Hier liegen noch Items. Diese Erleichterung. Nochmal Bolis. Nochmal 20 Bolis. Wird's darüber. Nicht so, nicht nachmachen, einfach rüber. Hab's nachgemacht, gut, ne? Ich bin sehr stolz auf dich. Was du machst, muss ich auch machen. Oh, das läuft. Das läuft. Und wenn's nur die Hose. Guck, wo ich jetzt gelandet. Guck, wo ich gelandet bin. Witzig. Okay, let's go. Renn. Also können wir nicht schnell. Ah, da ist er schon. Chillig. Hat einer von euch Heilung? Nee. Na gut, das war ja easy. War doch gar nicht so schlimm. Also das war ja einfach. Und wir haben echt zu 90% oder 95% alles zusammen gemacht. Das war echt cool, dass das ging. Das hat echt gut funktioniert. Man musste hier und da ein bisschen warten. Aber ich denke, das bleibt nicht aus. Dass man hier und da mal ein bisschen warten muss. Allein schon wegen dem Stream ist das alles immer ein bisschen verzögert. Aber dafür lief das echt reibungslos. Fast immer zwei Leute dabei. Ja, für den ersten Community Run hat es echt super geklappt. Das stimmt. Auch riesen Dank an alle, die mitgemacht haben. Tuku ist schon Ende. 5,5 Stunden reichen dem Tuku nicht. Da muss mehr. Sechs Stunden sind schon Ende. Ja, ich weiß auch nicht. Das geht eigentlich nicht. Fühle ich auch, ey. Wie schon Ende. Tuku, nächste Woche Sonntag geht's weiter. Ich find's auch richtig geil. Viele, viele neue Leute dabei gewesen, die ich noch gar nicht kannte, die wahrscheinlich vom YouTube-Video gekommen sind. Das war echt cool. Hat echt super funktioniert. Guck mal, wie viel wir geschafft haben. Jetzt machen wir morgen noch Radan. Und dann geht's hoch nach Lyonia. Ich muss da einmal durchreiten für altes Plateau, aber sonst wird's nice. Also Leute, bis nächste Woche, beziehungsweise bis morgen. Morgen bin ich wieder live. Haut rein.